In Fortnite gibt es unfassbar viele Controller sowie natürlich auch Tastatur- und Mausspieler. Man hört ja immer mal wieder, dass viele Controller-Spieler dann immer auf Maus und Tastatur wechseln, aber es gibt relativ wenige bis eigentlich fast gar keine, die von Keyboard auf Controller switchen. Ich wollte jetzt mal als ein Tastaturspieler, der wirklich seit Anfang an only Tastatur spielt, ausprobieren, wie ich mich auf Controller schlage und habe dazu probiert, eine Runde zu gewinnen. Das war natürlich alles unglaublich vercheckt. Ich dachte auch ehrlich gesagt nicht, dass ich mich so anstellen werde. Das Ganze haben wir natürlich auch wie immer live auf Twitch gemacht. Auf meinen Twitch-Kanal kommt ihr mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Da heiße ich AlviVB und da kommen so gut wie jeden Tag Streams. Wer die Videos auf diesem Kanal feiert, gerne den Kanal kostenfrei abonnieren und um keine Videos mehr zu verpassen, die Glocke aktivieren, würde mich sehr, sehr freuen. Sonst für den ultimativen Support gerne den Creator-Code AlviVB im App-Shop benutzen. Es sind nur 6 Buchstaben, der Code ist super schnell eingegeben, ihr müsst nur ganz kurz dran denken, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet. Und sonst sind auch hier noch die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Twitter oder auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code AlviVB im App-Shop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Wenn ihr immer mal wieder eingeblendet werden wollt, müsst ihr mir auch immer mal wieder ein Bild zukommen lassen. Aber jetzt genug geredet, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit diesem chaotischen Controller-Video. Let's go, rein da. Ey Chat, ich spiele jetzt zum gefühlt ersten Mal Controller. Ich habe davor halt noch nie Controller gespielt im Battle Royale, so ehrlich noch nie. Ich habe halt den Controller schon mal angeschlossen. Bei 101s habe ich das safe schon mal gemacht. Okay, wäre jetzt komplett gelogen, wenn ich das noch nie im Battle Royale gespielt hätte. Mit Sicherheit habe ich mal eine Battle Royale-Runde auf Controller gespielt. Aber nicht so, jetzt wirklich probiere, eine Runde zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Aber ich habe das, wenn ich das schon mal gemacht habe, dann ist das schon zumindest sehr, sehr lange her. Also ich spiele mit so einem ganz normalen PS4-Controller-Chat. Ich habe auch noch hier so einen, ich habe auch noch so einen Switch-Controller. So einen. Also der Switch-Controller, der ähnelt so ein bisschen dem Xbox-Controller. Aber ich glaube, ohne Witz, ich probiere es einfach auf dem PlayStation-Controller. Ich habe euch schon mal gefragt, PS4 oder PS5-Controller. Ich finde PS4-Controller viel geiler. Ich schließe den mal kurz an, Chat. Okay. Ist angeschlossen, Chat. Es ist angeschlossen. Ich werde mal probieren, mit Handcam zu spielen, auch wenn es schwer wird. Ich werde mal meine Tastatur komplett wegmachen. Normalerweise spielt man ja eigentlich unter dem Tisch, würde ich mal meinen. Das machen auch die meisten Controller-Player. Also ich bin echt richtig los. Ich würde sagen, ich gehe zuerst mal in Creative rein, Chat. Mein Gott, das ist so komisch, ne, Chat. Ich werde komplett choken jetzt. Hast vielleicht besseres Aim? Ich weiß nicht, ob man das so krass merkt, ne? Warte mal, was mache ich hier? Okay, Waffen switchen kann ich schon mal. What the? Warte mal, was mein Boden bisher? Editiere ich? L3 editieren? Warte mal. Also, ich muss. Also, warte mal kurz. Ich mach mal das ganze Verfahren. Bam. Ich play. Nein, das so nicht. Bam. Ich play. Warte mal. Ich. Bam. Ich replace the wall. Nein, ich mach's falsch die ganze Chat. Warte mal kurz. Ich muss es kurz üben, okay? Also, ich. Arbeiten. So. So. Pump raus. Add on release. Soll ich Add on release anmachen? Ist es einfacher als Controller Player? Das war gut! Wir können in die Runden gehen, Chat. Ich fühle mich confident. Ich hab's. Aber Chat, wir gehen in der Bot-Runde rein. Weil das, das wäre ich ja komplett. Das ist komplett. Also Chat, das geht sonst nicht. Und wer ist er? Guck mal. Digga, den hatte ich 4- und 5-fach fangen. Junge, Auto-Aim ist ja ultra krass. Okay, Bro. Also man trifft nicht alles so, aber das hilft schon weiter. Nichts ist da krass. Oh, da haben wir die ersten Controller-Spieler, die salzig sind. Geil. Also, wo droppen wir? Wie öffne ich die Karte überhaupt? Hallo? Jetzt so. Ich mach mal einen ruhigen Chat. Ich mach einen ruhigen und drop hier. Seid mal ehrlich. Denkt ihr, ich gewinne die Runde, auch wenn das eine Bot-Lobby ist? Nö. Ach du Kacke. Ist ja, also wenn ihr so beliebt hättet. Mach mal eine Abstimmung, Mods. Ich gewinne die. Ich gewinne die safe. Okay, ich muss nur herausfinden, wie ich so ein paar Sachen mache. Aber Inventar habe ich jetzt auch inzwischen herausgefunden. Chat, ich bin der geborene Controller-Spieler. Vertrau mir einfach. Das Wichtige ist nur Baumenü, Dreieck, Chat.
So, gefahren, Profi. Das ist schon mal wichtig. Ich habe einen Schlüssel. Ich mache nochmal einen Besuch. Oh, Lami! Let's go, Chat! Bin tot! Was will denn der jetzt? So frech von der Seite. Also wirft er mich mit Nades von der Seite ab? Ich fass es nicht. Jetzt habe ich mein Lami verloren wegen dem Schwätzer. Was ist denn das für ein Quatsch? Noch einer? Hier ist ein Frosch. Ich habe mein Lami verloren wegen dem. Da ist jemand. Da ist ein ganzes Squad-Chat. Wo? Da. Er ist an seinen eigenen Nades-Chat. Wie kannst du mich überhaupt sehen? Ey, dieser Typ da hinten, der nervt mich. Ich trade ein bisschen. Und ich spiel. Geil. Ich habe 3 Schlüssel, Chat. Ich kann mir jetzt was Geiles holen. Ich bin so gotet. Geil, 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 geil. Direkt mal die dicke Pump. Direkt mal die 6 Splashies. Oh, Junge. Digga, das schmeckt so krass, ne? Boah, let's go, Chat. Oh, let's go, Chat. Let's go. Boah, ich bin fully am sweaten, ne? RPG, bist du crazy mit dem RPG? Den kill ich mir selbst. Ich check's nicht. Doch, doch, hier sind Saps. Also das fand ich jetzt schon sehr stark. Habt ihr gesehen, wie ich gebaut habe? Da sind 3 Leute da oben. Ich glaube, ich baue mich erstmal ein bisschen hoch. Der deiner? Der muss in mein. Oh mein Gott, der andere. Der ist der Beste von allen. Der ist der Beste. Der ist der Beste. Ich hab den Besten. Der ist one. Ein AP, Bro. Er gönnt sich Medkit. Dead. Der Slurp-Trank ist so geil. Der kennt mich in der Zone ab. Dead. Oben auf dem. Oben. Rocket Launcher. Komm, ich spiel den jetzt. Ich fühle mich confident. Ich fühle mich doch nicht confident. Ich fühle mich absolut confident. Oh mein Gott. Ja, jetzt gucken wir auf mich natürlich.
Ist der besser wieder? Jetzt komme ich hin. Hab ihn. Ein Zapfgift? Was? Da muss ich beeilen. Nein, nein, ich schaff's nicht mehr, glaube ich. Bitte killt euch nicht da hinten. Wo sind denn die Leute? Ach, da oben. Die Banane. Die sind am Fighten. Einer dead. Also ne, ich habe glaube ich meinen Finish bekommen vorher. 20 White. Er geht in Zone! Bitte nicht! Nicht in Zone! Was machen die in Zone? Banane! Da haben doch voll viele gelebt noch. 18. Ey, das ist frech, Junge. Die waren wahrscheinlich alle knocked, Chat. Oh, aber GG ist 18 Killbomb, Chat. Kurz Fazit. Ich finde Controller cool. Aber ich sag euch ehrlich, man schwitzt den so voll. Ich glaube, ich verlos den. Bei Controller ist schon crazy. Man hat gar nicht so viele. Man hat so wenige Beins. Man muss ja gefühlt einen Scuff-Controller haben, damit man hier irgendwie auch noch was hat. Das ist ja sonst nicht machbar gefühlt. Also, allein schon, wie ich irgendwie hier teilweise Sachen rumgedrückt habe. Bei FIFA zum Beispiel spiele ich ja auch manchmal mit Controller. Das ist was ganz anderes. Da fehlen mir keine Tasten. Aber bei Fortnite, du brauchst so viel Zeug. Aber er hat Spaß gemacht, Chat. Hat Spaß gemacht.